Abonniert wird. Ach, 3, 2, 1. Hallöchen, YouTube, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars auf meinem Kanal. Und heute mal wieder mit einem allbekannten Gast, und zwar dem lieben Besox. Moin. Wir haben heute auch ein Themchen im Gepäck, und jetzt gebe ich das Zepter am Besox ab, da der die meiste Arbeit da reingesteckt hat. Alles klar, er schiebt halt wieder alles auf mich, weil er keinen Bock hat zu reden. Nein, er sagt es einfach immer perfekt. Er bringt alles schön auf den Punkt, weil er auch alles organisiert hat dafür. Das meiste, sag ich mal, er hat da richtig schön viel Zeit reingesteckt. Und deswegen gebe ich ihm jetzt auch die Zeit, um das Ganze vorzustellen. Alles klar, Kotti, ich hasse dich. Naja, auf jeden Fall geht es um das, können wir es noch Stats-Push-Turnier nennen? Wir haben es ja eigentlich ein bisschen im Hintergrund geschoben, Stats-Push. Hau einfach rein, du machst gerade Stats-Push in QSG, also passt's. Naja, auf jeden Fall das. Danke, du Arschloch. Auf jeden Fall geht's um das altbekannte Stats-Push-Turnier. Wer länger bei Kotti oder mehr schon dabei ist, der kennt es sicherlich. Das war nämlich mal ein Turnier von uns beiden, was wir so in Planung hatten. Darum ging es einfach so ein bisschen die Community zu integrieren und ein bisschen was mit der Community zusammen zu machen. Und ja, da kommen wir auch jetzt gleich mal. Also bleibt bitte dran, wenn ihr daran interessiert seid. Wenn nicht, bleibt auch dran und abonniert mich. So, fertig mit Eigenwerbung. Dann Dingens kommt zu uns, ne? Bist du Base? Ja, bist du. Ja, ja. Auf jeden Fall, es geht um das Stats-Push-Turnier. Nämlich, man kann mit uns beiden zocken. Zwar nicht mit uns beiden, aber gegen uns beide. Nämlich werden wir auf der Map Antic, auf der Map Rustic und auf der Map, wie ist die dritte Nummer? Tippies. Gegen euch spielen halt im Team. Und das beschreibt ihr. Ich sag mal nichts, dass er mit der Hand durchgerusht ist. Ich bin raus! Laber einfach weiter, ich mach die Runde noch. Okay, auf jeden Fall. Geht das dann. Ich bin schon wieder verwirrt. Naja. Tippies, wir waren bei der Runde Tippies. Genau. Bei der Runde Tippies. So, ihr schreibt uns jetzt in die Kommentare, ob ihr einen Teampartner habt, ob ihr Premium habt, weil Premium ist Pflicht, sonst können wir das nicht richtig machen, weil wir wollen ja auch eigentlich First Try alle zusammen in der Runde. Sonst wäre das ja ein bisschen doof. Auf jeden Fall, Tippies. Müssen wir einmal eine Party, ich und eine Party Kotti nehmen, aber das passt schon alles. Auf jeden Fall schreibt ihr dann in die Kommentare, ob ihr einen Partner habt, ob ihr Premium habt, welche Wunschmap ihr habt, in welchem Zeitraum ihr nicht könnt. Also das werden wir wahrscheinlich erst nach den Ferien oder so machen, ne? Ja, wahrscheinlich. Das ist so kurz um die Gamescom rum, keine Ahnung. Ja, vorher bin ich ja noch im Urlaub, gell? Also. Ja, stimmt. Auch die gesamte Woche davor? Die gesamten 2 Wochen davor. Achso, okay, läuft bei dir? Ja, auf jeden Fall. Gut, dass wir uns so gut absprechen. schreibt das dann einfach in die Kommentare, auch so einen Wunschtermin, den ihr vielleicht habt, am besten nicht mehr in den Ferien, also so nach der Gamescom am besten, weil da haben wir keine Ferien mehr, wir beiden. Kurz gesagt, nach dem 21. Und nach dem 21., genau, da könnt ihr uns übrigens auf der Gamescom treffen. Und, Nein! Ich bin schon wieder so verplant, ne? Ich hab ein halbes Herz in der Mitte, Alter. Ja, es deckt dich hoch vielleicht. Unter dir ist Weg. Genau. Naja, auf jeden Fall schreibt das in die Kommentare. Ich schreibe ich dann, dass ihr einen bestimmten Scap-Account adden sollt. Und das schreibe ich jedem im Einzelnen, also nicht einfach die anderen Leute, die das lesen, auch den Scap-Account adden. Und dann schreibt ihr dazu, wer ihr seid, weil wenn ihr nicht dazu schreibt, wer ihr seid, werde ich sofort ablehnen. Und ja, wenn ich euch dann angenommen habe, geht's zum nächsten Schritt. Dann werde ich euch nochmal abfragen, was ihr so alles wollt, damit ich euch zuordnen kann. Schreibe ich dann so vor euren Skype-Namen und so weiter. Mit wem ihr ein Team macht, dann schickt ihr mir auch die Kontaktdaten von eurem Teammate. Und dann letztendlich haben wir das eigentlich alles so zusammen geplant. Ich sag euch dann, wann das Datum ist, wenn ihr nicht könnt. Ist scheiße, aber können wir halt nichts machen. Ich meine, Kotti hat 4000 Abonnenten, ich habe 1200 Abonnenten, abonniert mich und ja. Kotti, willst du noch was sagen? Achtung, du bist gebossbammt. Der Abo, falls ihr ihn schon abonniert habt. Spaß. Halt den Maul. Nein. Ich bin natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Habe ich auch gehört, nach der Begrüßung.
der Videobeschreibung. Wie es bei jedem so ist. Alles klar. Echt? Get fucked by Cotty. Ja, den muss er jetzt bekommen, Alter. Was für eine KD hat der? Eine 3,7er. Und spammt wie eine Muschi. Der andere hat eine 2er. Also 1,97er. Ich runde auf, weil ich kann. Oh. Kann der eine mal langsam sterben da, der... Das frage ich mich langsam auch. Also der hält unnormal viel aus. Der schluckt mehr als deine Mutter. Oh, ich gegeben, weiß. Alter. Aber meine Mutter wird das Video jetzt sehen. Ich sag's dir, Alter. Dann sagt die, Finn, du darfst nicht mehr mit diesem Jungen reden. Und du darfst dich auch nicht mit dem auf der Gamescom treffen. Das ist ein Hurensohn. Alles klar. Haben wir eigentlich schon angesprochen, dass wir auf der Gamescom sind? Ja, schon längst. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, wir sind auf dem 21. 21. auf der Gamescom zu treffen. Und ich habe gerade gar keinen Bock, GG zu schreiben bei solchen Hurensöhnen. Jo, ciao. Ja, okay, ja, schaut beim Wesux vorbei, auch wenn das Video jetzt nicht gerade das geilste war vom Gameplay, es gilt einfach nur der Info. Wie gesagt, Wesux, schreibt euch dann den Account, Namen und alles wird so laufen, wie es hoffentlich laufen soll. Ansonsten würde ich sagen, schaut bei Wesux vorbei, Link ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß euch noch und tschö, bitte. Ciao.